Dann seht ihr das hier. Wir haben nämlich ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen nämlich heute mal auf eine kleine Erkundungsreise gehen und das Ganze mal anschauen. Aber jetzt ist die nächste Frage, die sich da gerade stellt. B650, was wir da oben sehen. Was hat es denn damit auf sich? Du hast mir was Schickes zugeschickt hier. Was genau hat es mit B650 auf sich? B650 ist der neue Chipsatz von AMD. Es gibt zwei, das ist der B650, der etwas kleinere. Und X670 und X670E sind die beiden größeren. Das ist für die neuen Ryzen ARM 5-Prozessoren und für die neuen X3D-Prozessoren auch ARM 5 von AMD. Nice. Das ist quasi das zentrale Bauteil, was im Computer alles miteinander verbindet. Und das alles miteinander verbinden, das werden wir uns gleich mal ein bisschen angucken. Mein Plan ist, dass wir heute mal ein bisschen in Minecraft reingucken. An dieser Stelle. Alter, das fühlt sich geil an, ne? Also, wenn du sowas in der Hand hältst. Das ist schwer. So ein Mainboard ist wirklich schwer. Also, es ist schon. Es wiegt ja gut was. Früher haben die nicht so viel gewogen. Das sind jetzt hauptsächlich die ganzen Kühlkörper, die drauf sind, die doch das Gewicht ausmachen, oder? Mehrere Sachen. Aber natürlich, die Kühlkörper, die sind halt aus Metall. Die haben halt ein gewisses Licht. Wenn ihr so ein Mainboard mit nackten Fingern anfasst, erdet euch. Ich habe hier Metall, was ich anfassen kann, mit dem ich mich erden kann. Und ich habe jetzt auch keine Pantoffeln oder so an, weil ich einen Teppich habe, damit ich nicht aus Versehen Kurzschluss erzeuge. Denn ihr kennt das, wenn man mal ein Gewicht bekommt, das kann unangenehme Folgen haben, wenn ihr ein Mainboard damit anfasst. Deshalb lieber immer etwas vorsichtig. So. Ja, das sind unsere Easy Latches. Wir haben da so eine Schnellverschlüsse entwickelt, weil das muss man auch sagen, diese Schrauben nach fest kommt ab, ne? Mhm. Und deswegen haben wir jetzt diese Klicksysteme. Das macht es halt viel, viel einfacher. Gibt es auf der anderen Seite noch so ein Video, gibt es für die SSDs und auf der anderen Seite gibt es noch für die Grafikkarte, ist im Prinzip auch genau dasselbe. Ja, aber das ist praktisch. Also ich erinnere mich noch dran, das ist für mich mal sehr nervig, da quasi passende Schraubenschlüsse zu haben und so mal eben schnell eine M2 auszutauschen. Und das Ding ist quasi, jetzt denkt ihr so, hä, brauche ich nicht. Aber glaub mir, ich habe auch gedacht, brauche ich die, bis ihr da mal an dem Punkt seid, wo ihr mal schnell eben eine M2 austauschen wollt. Und dann freut euch, wenn ihr so viel zu tun habt. Ne? Eine Grafikkarte eignet sich aber viel mehr, um Bildinformationen zu berechnen. Aber eine Grafikkarte kann auch andere Sachen berechnen. Andreas, du sagst es zum Beispiel, eine Grafikkarte kann heutzutage viel, viel mehr berechnen, ne? Zum Beispiel. Ist eigentlich, fangen wir mal ganz unten an, ist eigentlich ganz einfach. Wenn man ein Messer hat und eine Gabel, dann eignet sich die Gabel dazu, um ein Stück Essen zu zerteilen. Ein Messer kann das deutlich besser. Ja. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, ne? Eine Grafikkarte ist dediziert dafür gemacht, zuerst mal Grafik zu machen und natürlich dann auch noch ganz andere Sachen zu berechnen. Gerade wenn man sich die neuen RTX-Modelle von Nvidia anguckt, die haben AI-Cores, die machen ganz viele andere Sachen. Mit den Teilen kann man zum Beispiel auch, wenn man ein Video schneidet, kennst du ja, und das rendern möchte, dann kann man die Grafikkarte dazu verwenden. Und weil sie eben spezialisiert ist auf die Darstellung von Bildern, im Gegensatz zur CPU, die wirklich alles berechnet, ist die Grafikkarte mit der GPU eben für Bilder optimiert. Und die ganze Technik, die da drauf ist, ist eben gemacht, um diese 60 Frames pro Sekunde in deinem Stream rauszudrücken, damit alle zugucken können. Ganz genau. Und sobald ihr dann auf Start drückt, wird quasi, ich glaube tatsächlich, das ist sehr primitiv, da wird, glaube ich, einfach nur ein Kurzschluss, also quasi werden zwei Pole irgendwie miteinander verkettet. Und dann weiß das Netzteil, ich muss jetzt Strom liefern. Und erst dann wird quasi die Hauptstromversorgung aktiviert. Und zum Beispiel das ist in der Tat so. Guck mal, du hast ja am Gehäuse, bei den modernen aktuellen Gehäusen nur noch so einen Taster. Und der Taster macht Folgendes, der hat zwei Kabel und die führen zum Mainboard und da gibt es zwei Pins. Und wenn man die kurz schließt, ja genau, mit dem Taster da schließt man die kurz. Und das ist das Signal für alle Teile des Rechners, ja genau, die beiden Pins. Und die kann man auch, wenn man am Bauen ist, beispielsweise mal mit einem Schraubendreher schließen. Müsst ihr doch vorsichtig sein, ihr müsst dann bitte nachgucken in eurer Dokumentation. Nein, Kinder, macht das nicht zu Hause, bitte. Okay, macht's am besten. Warte mal, jetzt muss ich euch eigentlich nochmal irgendwie in Relation. Oh mein Gott, ja, guck mal. Schau mal, das ist ein Keks, den ich gerade hier habe. Das Schöne ist, der Keks hier, der ist ungefähr so groß wie ein Prozessor. Könnt ihr euch vorstellen, ja. Der hat aber nicht die richtigen Anschlüsse, der Keks. Oh, der hat nur einen Anschluss. Ja. Der passt immer. Nee, aber ernsthaft, das ist echt ein gutes Beispiel. Der Keks hier, der ist ungefähr so groß wie ein Prozessor. Und jetzt pass auf. Der hat noch mehr davon, guck an. Ja, ich hab mich vorbereitet, ganz viele Prozessoren.
Hier ist das falsch. Ich habe keine Kekse. Wenn wir das jetzt mal da nehmen, an der Stelle, dann sehen wir, dass der Prozessor tatsächlich auch nochmal hier Stromversorgungselemente drauf hat. Und ich glaube, was, du musst mich mal aufklären. Was ist davon jetzt der eigentliche Prozessor? Das schwarze oder das Alles. darüber? Alles ist Ja. der eigentliche Prozessor. Also wir reden über die neuen X3D-Prozessoren von AMD. Die Kollegen von AMD haben das schon 2021 das erste Mal präsentiert auf der Computex in Taiwan. Tolle Veranstaltung, durfte ich auch schon einmal sein. Man kann hier nicht sagen, dass das ganze Teil ist die CPU. Okay.